Nach den heutigen Daten zur PCE-Inflation in den USA erwarten die Märkte nicht weniger als 7 Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed und das bei gleichzeitig einer weichen Landung der Wirtschaft, also eine Art disinflationäre weiche Landung. Da ist viel Konjunktiv, viel Wunschgedanke, viel Hoffnung mit dabei, aber das gilt derzeit als Basisszenario und dementsprechend euphorisiert ist die Wall Street nach den Aussagen von Jerome Powell auf der letzten Pressekonferenz, als er davon sprach, ja, wir haben durchaus über Zinssenkungen gesprochen. Manche Fed-Mitglieder hatten das ja ein bisschen anders dargestellt, aber die Märkte hören auf das, was der Chef der Fed sagt und nicht, was sozusagen die Indianer sagen, man hört auf den Häuptling. Schauen wir uns die Gemengelage am letzten Tag vor Weihnachten und beim letzten Marktgeflüster in diesem Jahr nochmal an. Starten mit den heutigen PCE-Inflationsdaten. Minus 0,1% zum Vormonat. Hurra, die Märkte Party gemacht. Alles andere war genauso wie erwartet, vor allem auch die Kerninflation. Aber das entsprach ziemlich genau dem, was die Flüsterschätzung der US-Banken war. Das hatte ich heute Morgen ja schon gezeigt. Da sehen wir, die meisten Banken hatten in der Headline PCE-Inflation einen Wert so von minus 0,08, gerundet also minus 0,1%. Bei der Vorjahres PCE-Inflation 2,6, genauso ist es reingekommen. Und dann hatten wir in der Kernrate 0,05, also war die 0,1 sogar, naja, wenn überhaupt, auf jeden Fall nicht tiefer, vielleicht sogar ein Ticken höher. Und wir sind dann ja reingekommen bei 3,2% Kernrate zum Vorjahr. Das ist dann doch sogar etwas mehr, als man erwartet hatte. Aber die Wall Street feiert jede Party, auch wenn es eigentlich immer wieder dieselbe Party ist. Man feiert die niedrigen Erzeugerpreise, dann feiert man immer wieder dasselbe Schema sozusagen. Ich nehme an, dass da Algorithmen dahinter stehen. Man sollte ja begriffen haben inzwischen, dass die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinsanhebungen in den nächsten Zeit jetzt nicht so großartig hoch ist. However, wenn wir uns die Daten mal genauer anschauen, sehen wir, dass jetzt so die ersten Spuren vor allem der Gewerkschaften, der Autogewerkschaften in den Zahlen schon erkennbar sind. Private Wages, also die Privatlöhne, 5,0% zum Vorjahresmonat gestiegen. Im Oktober waren es nur 4,1%, das war damals ein sehr niedriger Wert. Und die Government Wages, also die Löhne von Staatsangestellten, 9,0%, das ist praktisch ein Allzeithoch. Also wir sehen Lohndruck, der hier offenkundig der Fall ist. Aber nochmal zurück zu den Zinserwartungen. Wir sehen jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 74,2% einer Zinssenkung im März oder dass bis zur Sitzung am 20. März dann die Zinsen oder nach der Sitzung 20. März die Zinsen dann 25 Basispunkte 0,25% niedriger sein werden. Dann nochmal 12, irgendwas, dass sogar zweimal die Zinsen schon gesenkt sind. Und nur 11%, dass die Zinsen unverändert bleiben. Jetzt gucken wir uns mal an, wie viele Sitzungen die Fed eigentlich im nächsten Jahr hat. Und das sind ganze 8 Stück. Mit anderen Worten, bis auf eine Sitzung, Januarsitzung, so vermuten die Märkte, wird die Fed bei jeder Sitzung die Zinsen senken, also 20. März, 1. Mai, Juni, Ende Juli, 18. September, 7. November, am 5. November sind die Präsidentschaftswahlen, sodass ich da allein schon bei dem 18. September ein ganz großes Fragezeichen machen würde, denn das ist zu nahe an den US-Wahlen, auch kurz danach, vielleicht weiß man noch gar nicht, wer Präsident ist, wie die ganze Geschichte aussieht. Mit dem 7. November dann ist die Frage, was da passieren wird. Also extrem optimistische Erwartungen in Sachen Zinssenkungen bei gleichzeitig optimistischen Erwartungen ja zur Konjunktur. Und wenn wir uns hier diesen Tweet mal anschauen und praktisch das Basisszenario von 7 Zinssenkungen anschauen, dann kontrastiert das doch ziemlich deutlich mit dem, was die Dotplots der Fed zeigen. Also die Zinserwartungen der Fed-Mitglieder selber, die erwarten 3 Zinssenkungen. Die Märkte preisen also mehr als das Doppelte ein. Vor 3 Wochen hatte uns die Fed ja noch gesagt, also Zinssenkungen oder die Erwartung von Zinssenkungen sei voreilig, sei nicht angebracht, so schnell kann es gehen, aber
Ein Punkt hier mal, der Vergleich CPI gegenüber der Geldmenge M2, die ja sehr deutlich von ihren Hochpunkten runtergekommen ist. Dennoch ist immer noch viel mehr Geld im System als vor Corona, das darf man nicht vergessen. Aber wir sehen Geldmenge und Inflation, da kann es einen Zusammenhang geben. Aber wir sehen auf der anderen Seite, dass jetzt die Lieferketten-Thematik wieder sich ein bisschen verschärft. Das hatte sich ja wirklich extrem gelockert nach den Anspannungen in der Corona-Zeit, dann gab es diese totale Entspannung. Jetzt sehen wir, dass das Ganze wieder zurückschnappt und das wird wohl sich nicht so schnell ändern, solange die Problematik im Roten Meer besteht, dass die Houthis hier fröhlich bombardieren. Wir sehen mal rechts hier Shipping Costs, wie schnell das hier nach oben geht, wie dramatisch das nach oben geht. Heute haben viele Reedereien wieder angekündigt, wir werden die Preise für einen Standardcontainer erhöhen, für den Transport eines solchen Containers. Die Frachtraten explodieren, die Konsumenten werden den Preis zahlen. Das wird also schon mal inflationär werden. Hier in Deutschland haben wir sowieso durch die Regierungsbeschlüsse nochmal plus 1,2% Inflation obendrauf geschenkt bekommen noch. Durch eben teure Preise für Strom, für Wohnen, für Tanken und so weiter und so fort. Und hier nochmal zurück zu diesen Ereignissen im Roten Meer. Jetzt ist erstmals ein Tanker, der US-Öl transportiert hat, musste umkehren, ist also nicht durchs Rote Meer gefahren, sondern musste die längere Route nehmen. Oder muss jetzt die längere Route nehmen. Jetzt ein Bericht des Wall Street Journal. Basierend, so sagt das Wall Street Journal, auf Geheimdienstinformationen, dass die Houthis hier praktisch massive Hilfe bekommen durch oder bei ihren Drohnenangriffen auf die Schiffe im Roten Meer durch den Iran. Sieh da, das ist interessant. Die Houthis selber, so hat hier der Pressesprecher gesagt, oder hier das offizielle Houthi-Statement: Wir wollen eine direkte Konfrontation mit den USA und Israel. Also das ist eine ziemlich klare Ansage und man sitzt sich ja relativ nah gegenüber, denn die Amis sind ja auch in Saudi-Arabien und damit lokal natürlich ziemlich nah dran an den Houthis. Also wenn du da ein bisschen weiter spuckst, ne, dann triffst du einen Houthi im Jemen, könnte man einmal formulieren. Also nach meiner Auffassung wird das nicht lange gut gehen. Das ist zu kostspielig. Die Folgen werden zu krass sein. Aus meiner Sicht werden die Amis das nicht lange tolerieren können. Die westliche Welt das nicht lange tolerieren können. By the way, jetzt auch die Auseinandersetzungen zwischen der Hezbollah im Norden oder in Nordisrael, zwischen Hezbollah und eben der israelischen Armee, so stark im Grunde wie seit Beginn des Gaza-Krieges noch nicht. Darüber wird ja kaum berichtet mehr, aber es ist nach wie vor eben sehr virulent. Diese ganze Geschichte wird Kreise ziehen. Das ist sozusagen etwas, was man nicht sofort in der Dimension erkennt, was so Stück für Stück sich aufdröselt und dann zu einer Riesenproblematik sich auftürmt, wie wir es jetzt sehen mit den Houthis. Wer hätte das gedacht, dass das so ein Thema werden könnte. Die Wall Street dagegen sagt, interessiert uns nicht. Der BMO heute, das Analysehaus, sagt, also das ist ja, Paul hätte sich die Welt nicht besser vorstellen können. Die Konsumenten geben aus, die Wirtschaft ist stark, schafft Jobs, die Einkommen steigen und doch die Inflation geht zurück. Also das ist besser, als jeder sich das Ganze hätte vorstellen können. Absolute Traumwelt, aber wie ist das mit den Traumwelten? Die sind meistens nicht so richtig realistisch. Man glaubt manchmal, man lebt in einer, um dann doch wieder auf die weniger schöne Realität zurückgeworfen zu werden. Das ist das große Problem. Und wenn wir uns diese angeblich so starken Konsumenten in den USA mal anschauen, dann sehen wir, dass jeder Dritte muss Schulden aufnehmen, neue Schulden machen, um überhaupt die Weihnachtseinkäufe sich leisten zu können. Und nach einer neuen Umfrage sagen 80% der Amerikaner, dass sie finanziell schlechter gestellt sind als vor Corona. Und wenn wir das mal ergänzen mit den Leading Indicators, die jetzt 20 Monate in Folge gefallen sind, das gab es nur in der Finanzkrise und in den 1970er Jahren. Also das sind Frühindikatoren, die aus sehr vielen Komponenten bestehen und die normalerweise sehr zuverlässig sind. Also dieses Goldilocks-Szenario, weiche Landung und die Inflation geht zurück und wir malen uns die Welt, wie sie gefällt, die finde ich ein bisschen seltsam, aber however,
Heute die Verkäufe neuer Häuser sehr, sehr schwach, so schwach wie seit einem Jahr nicht. Auf der anderen Seite hatten wir bessere Auftragseingänge, langlebige Wirtschaftsgüter. Also es bleibt irgendwie konfus, unklar. Wir haben teilweise starke Daten aus der US-Wirtschaft, dann wieder ganz schwache Daten. Du kannst dir kein wirklich klares Bild über die Situation machen. Die Wall Street tut das, aber wir sehen jetzt wahrscheinlich die 8. Woche in Folge mit Gewinnen beim S&P 500, längste Gewinnstrecke seit November 2017. Ähnliches gilt für den Nasdaq und für den Dow Jones. Heute nicht so wahnsinnig viel Bewegung, nachdem man erstmal die PCE-Inflationsparty wieder mal gefeiert hat, die 10. Party aus demselben Anlass. Wir sehen wenig Veränderung auch bei den Big-Tech-Aktien eigentlich. Und eins ist auffällig, dass eben diese Emergency BTFP Loans stark nach oben gehen. Also praktisch diese Kredite, die die Fed so als eine Art Notlösung eingeführt hat, damit die Banken eben an Liquidität kommen. Und jetzt ist das so, dass die Volumina da immer stärker zunehmen. Das ist so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen für die Banken, könnte man sagen. Denn die leihen sich hier Geld bei dieser Einrichtung der Fed, die jetzt eben eine niedrigere Zinsbelastung hat nach dem Fall der Renditen und parkt es woanders, wo man eben höhere Zinsen bekommt. Todsichere Geschichte, deswegen dürfte das Volumen da sogar noch weiter steigen. Also das ist eine Form des Kapitalismus, die aus meiner Sicht nicht funktionieren kann. Wir haben Notenbanken, die im Grunde das konterkarieren, was eine freie, eine wettbewerbsorientierte Wirtschaft ausmachen sollte. Und den Preis musst du früher oder später bezahlen. Die Chinesen bezahlen jetzt den Preis, dass sie einen Staatssozialismus haben, dass sie mit Xi Jinping eine Planwirtschaft wieder eingeführt hat, die staatliche Kontrolle über Wirtschaftswachstum setzt. Wir werden den Preis für unsere Notenbanken bezahlen, so unschön es ist. Und Tesla zahlt jetzt, um ein anderes Thema hier zu beleuchten, oder wer einen Tesla hat, der bekommt immer wieder oder immer weniger für seinen gebrauchten Tesla, wenn wir uns mal den Absturz der Preise anschauen. Ein gebrauchter Tesla jetzt durchschnittlich bei 37.000 und einigen zerquetschten Dollar. Noch im Juli 22, also vor 1,5 Jahren um und bei, ist das 67.000 Dollar gewesen, also 30.000 Dollar weniger. Das heißt, ja, Tesla hat die Preise gesenkt, aber ich muss damit rechnen, wenn ich ein E-Fahrzeug insgesamt und speziell ein Tesla kaufe, dass der Wiederverkaufswert meines Teslas dann ziemlich miserabel ist. Gleichwohl hat ein Analysehaus gesagt, also 2024 könnte Tesla eine Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar haben, na klar. Und wenn wir uns jetzt nochmal einem geopolitischen Thema zuwenden, heute der Bericht auch wieder des Wall Street Journals, dass Prigozhin durch einen engen Vertrauten, nämlich dem Chef des Sicherheitsrates, umgebracht worden sein soll. Putin hat gesagt, okay, also die haben da ein bisschen was getrunken gehabt, der Prigozhin und seine Kumpels, und dann haben sie mit die Bomben und mit die Granaten herumgespült, okay, und dann halt im Vollrausch ist eine explodiert. Ne? Shit happens. Und jetzt kommen die und sagen, das war gar nicht der Prigozhin selber im Vollrausch mit den Bomben gespült, sondern das war irgendwie jemand, der in Putins Umfeld eine sehr zentrale Rolle spielt. Na, das ist doch unwahrscheinlich, oder? Also, die Wahrscheinlichkeit, dass Prigozhin nicht hier eines natürlichen Unfalltodes gestorben ist, halte ich relativ hoch, aber das mögen manche anders sehen. Kommen wir abschließend noch nach Deutschland, meine Damen und Herren. Hier sehen wir stärkster Fall der Hauspreise ever, seitdem die Daten erhoben werden, Häuserpreisindex, nämlich seit dem Jahr 2000. Heute die Meldung zum Beispiel, dass die in Hamburg ansässige One Group die Anleger nicht mehr mit Zinsen bedenkt, weil man offenkundig hier Probleme hat, weil Liquidität ein Riesenthema ist. Gleichzeitig heute Morgen auch die Auftragseingänge im deutschen Bauhauptgewerbe nochmal um 6,3% zum Vorjahresmonat gefallen. Deswegen sehnen sich alle nach schnell sinkenden Zinsen. Hoffentlich wird dann alles besser. Aber viele sehnen sich auch nach einem Ende der Ampelkoalition. Und was derzeit so ein bisschen im Hintergrund ist, ist diese FDP-Mitgliederbefragung. Was passiert, wenn jetzt eine überragende Mehrheit der FDP-Mitglieder sich entscheidet oder sagt, verlasst die Koalition, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Was wird die FDP dann tun? Würde man das Votum der Mitglieder praktisch ignorieren, dann würde eine Austrittswelle sehr wahrscheinlich werden, die auch die finanzielle Basis der Partei dann in Frage stellt. Auf der anderen Seite
wenn die FDP dann sagt, okay, wir folgen dem Votum, obwohl man rechtlich ja nicht gebunden ist dran, dann würde es zu Neuwahlen kommen mit dann einer sehr wahrscheinlichen CDU-Kanzlerschaft. Und das könnte auch durchaus Folgen für die Märkte haben. Da dürften dann bestimmte Werte, gerade die jetzt nicht so gut gelaufen sind in letzter Zeit, dürften sehr gut laufen. Daher die erste Empfehlung als Artikel und die zweite und letzte Empfehlung. Hier nochmal dieses bedingungslose Grundeinkommen für Banken. Eigentlich ein totaler Witz, aber es ist eben Praxis, es ist Realität und zeigte, wie die Dinge wirklich gelagert sind. Ich wünsche jetzt wunderbare Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bedanke mich bei allen, die mich ertragen haben und mit teilweise wunderbar netten Kommentaren gesegnet haben, möchte ich fast sagen. Andere haben immer genörgelt und gesagt, der Wugmann, ne, immer bärisch und so weiter. Und selbst wenn ich nur versuche zu berichten, was eigentlich passiert ist, wird mir dann immer sofort unterstellt, wenn es zum Beispiel dann mal nach unten gegangen ist, dass ich da in Triumphgeheul ausbreche. Leute, ich versuche das erstmal zu sagen, was über den Markt zu sagen ist. Natürlich habe ich da eine Färbung, habe ich da eine gewisse subjektive Neigung, das ist ganz klar, aber jeder kann ja sozusagen auf Basis der Informationen, die ich gebe, entscheiden, was er tut. Ich sage niemandem, geht long, geht short, sondern ich stelle das dar, was aus meiner Sicht relevant ist. Sie können damit machen, was Sie wollen. Jetzt aber das Allerbeste. Wir sehen uns hoffentlich dann am 2. Januar wieder. Servus, ciao.